Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welche Aufgaben Kersten Reich der Schule zuschreibt. Dabei lässt sich während seines Schaffens eine Weiterentwicklung beobachten. In älteren Werken argumentiert Reich vor allem wissenschaftstheoretisch. In neueren Publikationen erhalten demokratiepolitische Argumentationen mehr Raum. In seinen früheren Werken begründete Kersten Reich seine konstruktivistische Didaktik vor allem erkenntnistheoretisch. Innerhalb der letzten Jahre lässt sich jedoch eine Erweiterung seines Anspruchs auf eine demokratiepolitische Ebene erkennen. In einer postmodernen Gesellschaft, so Reich, müsse die Schule eine inklusive Institution sein. Die Begründung dieser Forderung findet er in der Modernisierungstheorie, vor allem bei Zygmunt Baumanns Konzept der flüssigen Moderne. In dieser würden drei Steigerungslogiken Herausforderungen an das Bildungssystem stellen. Die erste Herausforderung sieht Reich in einer zeitlichen Zunahme des Lernens. Durch das Bestreben, einheitliche Standards zu schaffen, werden Lernen in Schule, Kindergarten, Kindergärten, Ausbildung und Hochschulen verlängert. Dies berge die Gefahr, dass langsamere Lerner Druck erleben und Ängste entwickeln würden. Die zweite Herausforderung bestehe in einer stofflichen Zunahme. Die zunehmende Ausdifferenzierung des Wissens sei so groß geworden, dass die Schule dieses nur noch exemplarisch und in Basiskompetenzen vermitteln könne. Die Entscheidungshoheit der Fachdidaktiken führe jedoch zu einer unendlichen Vermehrung des Stoffes. Die Gefahr bestehe darin, dass bestimmte Wissensgebiete dominant werden und andere verdrängen könnten. Als dritte Herausforderung nennt Reich die Bedeutungszunahme des Lernens. In der heutigen Kultur werden der Lernerfolg und vor allem dessen Ausbleiben übermäßig dramatisiert. Dies führe zu einer wachsenden Bürokratie der Klassifikation und Zertifizierung von Lernwegen. Die Gefahr bestehe darin, dass solch dominante Bürokratien kaum Möglichkeiten zur Abweichung böten. Im aktuellen Bildungssystem Deutschlands sieht Reich vor allem die Gefahren präsent. Um dessen Reformbedürftigkeit zu unterstreichen, nennt er die Kritikpunkte der OECD. Diese kritisiere unter anderem die frühe Selektion und die schlechten Aufstiegschancen sozial benachteiligter Familien. Den fehlenden Reformwillen sieht Reich in einem Glauben an alte Mythen begründet. Die Nominanten seien, dass Begabung alles vorgebe, der angebliche Erfolg homogener Lerngruppen, die Sinnhaftigkeit von Exklusion und die zu hohen Kosten des Bildungssystems. Er plädiert dafür, diese Mythen zu überwinden und die Schule zu reformieren. Das Ziel müsse eine inklusive Schule sein. Mit Rekurs auf Dewey macht Reich Inklusion als einen Grundpfeiler demokratischer Gesellschaften aus. Zur genaueren Ausdifferenzierung des Begriffs nennt er den Capabilities Approach von Nussbaum und Sen. Inklusiv seien Gesellschaft und Schule dann, wenn Menschen unterschiedlichster Interessen und Lebenswege in dieser zusammenleben könnten, ohne die Werte dieser in Frage stellen zu müssen. Als praktische Reform fordert er unter anderem eine stärkere Akzeptanz heterogener Lerngruppen, Standards und Verpflichtungen der Inklusion mitsamt eines Evaluationssystems, mehr Eigenzeiten für den Lernenden und soziales Lernen in verschiedenen Gruppen auch über die einzelne Schule hinaus. Zur Umsetzung dieser Punkte sei ein stärkeres Interesse der Lehrenden an den kommunalen Besonderheiten und familiären Bedingungen nötig. Somit plädiert Reich für eine Öffnung der Schule. In seinen neueren Schriften argumentiert Reich demokratiepolitisch. Er greift dabei auf Modernisierungstheorien zurück und nennt drei Herausforderungen an das Bildungssystem. Lernen erfahre eine zeitliche, eine stoffliche und eine Bedeutungszunahme.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müsse die Schule sich zu einer inklusiven Institution wandeln und alte Mythen über Bord werfen. Im Zentrum seiner Forderungen stehen eine Akzeptanz von Heterogenität sowie eine Öffnung der Schule. Kersten Reich fordert eine inklusive Schule. Die erkenntnistheoretische Begründung der Didaktik wurde um eine demokratiepolitische Argumentation ergänzt. Reich stellt dies als Weiterentwicklung und nicht als Paradigmenwechsel dar. Dies erscheint in Bezug auf Dewey noch einsichtig. Die Frage, ob und wie alle Theorien, die Reich in der inklusiven Didaktik zusammenbindet, miteinander vereinbar sind, ist jedoch eine genauere Überlegung wert. So kritisiert er einerseits neoliberales Nützlichkeitsdenken, übernimmt aber andererseits die Kritikpunkte der OECD, deren Forderungen im Wesentlichen auf Employability und somit die Anforderungen des Marktes zielen. Eine Präzisierung der politischen Argumentation wäre folglich wünschenswert.